So, herzlich willkommen zurück zu Spin Tires, mal wieder eine Runde und im Multiplayer. Und diesmal haben wir zwei Leute da, ja. Wunderschönen guten alle. Ey! Guten Tag. Ja, wie ihr seht, da haben die Ebene, werden wir spielen, auf Simulator. Und das, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, versuchen wir bloß Kurzholz zu fahren und ohne Verdeckung aufzumachen. Bist denn du des Wahnsinns? Ja. Naja, wie gesagt, Wieso? naja, wie es spannend machen. Das letzte Mal sind ja unsere Sachen schon 20 Mal runtergekippt. Ja, deswegen tun wir sie bitte besser spielen. Ja, keine Ahnung, was wollen wir? Wollen wir diesmal ein krass mitnehmen oder normal wieder Ural und. Ja, auf jeden Fall was Also krass. Krasses. Den können wir diesmal probieren. Sondern auf jeden Fall dachte ich den Kleinen wieder, den B66 als Transporttruppen hier zum Reparieren und so. Oh. Und dann können wir noch Den, ja, wie heißt er? Den Kamas, oder? den Kamas. Ja, welche Farbe? Das Grün, ist egal. Grün, weiß. ja. Weiß, wir nehmen Ach, da weiß. steht Missing Mod, muss ich jetzt installieren, Missing Mod. Warum? Wow. Achso, Ich jetzt. weiß. Aha, okay, ja, nee, mach, mach, immer mach. Das ist ja gut, da brauchst du ja so ein Spiel raus und so weiter. Passt schon. So, hast du? 9,8 Mbit. Nee, das ist 9,8 Mbit, das dauert noch. Mhm. Na, da hast du wahrscheinlich Eine Keule. die offiziellen hier Hersteller von dem Spiel, die haben Mods reingetan. Noch Okay. die sind Modelle, die sie noch nicht ganz fertig haben, die noch eventuell Bugs haben und die haben es aber zum Download Also freigegeben. Beta. Genau. Beta-Fahrzeuge, Glück gesagt. Das finde ich schön. Ja, ich gedownloadet. Gut, dann Wer können wir das ready? machen. Ready for takeoff? So, und das ist der krass, nämlich da hatte ich gleich den Kran hin drauf. Dachte ich mir, vielleicht passt das ganz gut. Ich weiß aber gar nicht. Ein Wagen mit Kran, das heißt, dass dann kurz soll es wahrscheinlich laden kann dann, ne? Also kann rein theoretisch, der Kamas könnte auch Holz fahren. Also maß ich, wenn man den No? auch mit Kran drauf nehmen und dann halt sich selber Mann. belädt. No? Oh. Soll ich da den Glenn erstmal fahren hier? Das könntest du machen oder den Gländer kann keinen Sprit machen, ne? Nee, der hat nur. Ja, Mehrzweck und Garage und alles Mögliche. Das ist das Einzige, ja, was er hat. Da könnt ihr die Cola-Rabe Sprit holen. Ja, wer weiß. Mit dem Kamas, dem Weißen. Mit dem könntest du dann mitkommen sozusagen und einfach. Alter, hat er viel Zeug dran hier. Was soll ich jetzt drauf packen? Einfach ist ich in Tankwagen. Entweder ein Tankwagen oder ein Tankauflieger oder wie das hieß da. Tankwagen oder eben den großen Tankwagen. Also entweder zum Aufbauen oder zum Ankurbeln. Das will nicht. An der Weibo, das passt da nicht drauf. Warum? Soll ich ein anderes Ding nehmen? Wagen mit Kran. Ne, warum passt das nicht drauf? Glauben muss es drauf passen. Nee, Warum sollte? das steht an der Weibel. Ich habe Na, da nichts musst du installiert. vielleicht vorher. Na, wenn es da steht, muss er irgendwie drauf gehen. Ersatzrad noch drauf oder so, keine Ahnung. Ja, das Oder steht was einfach an. unten? Das steht. Frontauspuff. Achso, nein, da musst du vorher diese Sattelkupplung oder was da steht. Ja, das könnte sein. Da steht Sattelkupplung, die musst du dran machen und dann kannst du den großen Tankanwagen dran machen. Ja, bin gerade dran. Ich schaue jetzt mal. Ganz Aber ich kann kurz. nichts mehr weiter dran machen, auch kein Anhänger und nichts. Das ist ein bisschen blöd, aber naja, geht schon. Das steht noch immer an, weil das geht nicht drauf. Wie sollte es ergehen, wenn es so steht? Oder ich kann ja mal gucken, wenn ich jetzt Fahrzeugwechsel mache in den. So, Tankwagen, okay, steht nicht verfügbar. Und Müsste ja auch gleich an dem Fallschirm, dann was sich machst da du noch unten fehlt. die Sattelkupplung dran.
Und dann kannst du den großen Tankwagen dann machen. Geht doch nicht für mich. Das Gebrauchtwagen dauert eine fahren. Weile dort. Stimmt. Das kann sein, dass du dann ein Stück weiter vorfahren musst. Oder so, oder? Ja, nee, geht Das auch ist. nicht. Ist Nee, ich ja stehe jetzt da krass. voll schräg, das sollte dran, das geht doch nicht. Komisch. Sattelkupplung machen wir mal ab. Warum geht der Tankwagen nicht auf? Das ist. Könnt nur das Ding mitnehmen, das kann ein bisschen Tank mitnehmen, dass das das Den neue Garagenwagen Batteriefahrzeug Dingsbums passt. oder was? Dieser Nee, der. Mehrzweckanhänger? Ja, genau. Ich habe das leider noch nicht auf Deutsch gestellt. Hm. Da ist ja Und auch ein Tank drauf. vom Rohrhamster da hinten das Dingsel, da kann da keinen Sprit mitnehmen, ne? Warte, ich gucke. Nee. Nee, ich habe nichts sondern. Dann machen wir das anders. Sagen wir zweimal das andere Fahrzeug, ja. Und zwar würdest du dann den normalen Wagenanhänger nehmen Warte und mal, wie Ladefläche. wäre es, wenn wir einfach zweimal das Ding nehmen? Du nimmst Ladefläche und Wagenanhänger. Dann fährst du Ich mit hab grad. Holz. Warte mal. Wenn wir einfach. Wir müssen ja nicht alle drei verschiedene Fahrzeuge haben, theoretisch. Ja, aber. Ja, na gut. So können wir es ummachen, dass du also den Gras nimmst mit Dings. Weil da geht's auf jeden Fall drauf. Dann nimmst du den. Überrollkäfig zumindest kann ich gar nicht dran machen, das ist blöd. Zusatzbeleuchtung. Geht alles nicht. Na gut. Das Überrollkäfig ist blöd. Dann auf. Sorgst du wohl lang oder fahr ich richtig überhaupt? Na, ich kann auch vorfahren. Ja, da fahr mal vor. Das geht bei dir. Ein scheiß Stein. Ach, ich fahr mal vor. Ich hänge auf Erze. Das hätte ich jetzt ja gesagt. So. Tief ist es eigentlich, ne? Benutze eigentlich die Kamera da, wo man über ein, ich stecke, über ein Dach nehmen kann da. Eigentlich noch nicht, also ab und zu mal, aber. Ja, ne, unbedingt. Ja, da bringen wir erstmal alles zum Holz, weil alle Dingsbumse. Eben hier die Werkzeugteile, Kran und sowas. Und dann können wir dann jeder noch einen anderen LKW hochfahren. Da haben wir dann alles oben. Ja. Ich warte mal, wa? Ja. Das wäre kein Vorteil. Mit dem kannst du Automatik fahren, der hat der Always hier Ich weiß, Differential. habe ich schon mitgekriegt. Oh, der Motor flimmert schon. Der verbraucht doch auch noch mal so viel. Ja, Aber dafür der hat er halt Lehm. auch wenig drin. Nur ein wenig Power. Ja. Scheiße, verschalten. Oh, Scheiße. Jetzt. Ja, den Schaltmove muss ich noch üben. Kommt der Aris hinterher, oder? Bin schon dran. So, wir müssen jetzt aufpassen, immer schön links fahren, an Wasserdings ran. Erst geht's noch, dann hinten dürfte es dann ein bisschen tiefer werden. Bin schon mal gespannt jetzt.
Ja, und glatt ist es auch wie Sau. Ich nehm schon Schaden, ja. Ich fahre ja auch um den zweiten Gang durch. Oh. Kann man ja ändern. Ah, sind ja schon an Tankstelle. Kann man ordentlich Sprit verbrauchen. Ich finde immer faszinierend, dass das Game einfach nur 600 Mbit hat. Genau, und so gut aussieht. Ja, genau. Es sind ja schon ein paar Texturen drin, schätze ich. Na klar. Gerade die ganzen Fahrzeuge. So, tanken. Können wir auf dem Ausrotten hier wahrscheinlich. Ja, ich habe hier vorher ein Fahrzeug downgeloadet und das hat hier nur 9 Mbit. Und für ein Fahrzeug ist das ja nix. Ja, aber bei LS haben die ja manchmal schon 20. Ja, ja. Und die metrisch und so weiter haben auch an die 100 schon. Was ja eigentlich auch nicht viel ist, aber trotzdem. Na, die Masse macht es dann trotzdem. Bei Battlefield oder sonst irgendwas hat ja wahrscheinlich schon eine kleine Pistole irgendwie 200, 300 Mbit oder sowas. Schon haben wir es geschafft. Naja, die erste Etappe. Wartet ihr gerade noch auf mich? Ja. Und vergessen aufzufüllen hinten drauf, ne? Ja, ja, klar. Nee, dass du bloß dein LKW voll machst und dann dein... Nicht so, dass das noch nie irgendjemandem passiert wäre. Ah gut, bist runtergegangen. Ja, ich glaube 1200 Liter hinten. Da kann man Stück schon mal runtergehen. Ja. Jetzt kann ich natürlich nicht so schnell fahren, natürlich. Bisschen... viel ist das halt schon. Und mir fehlt jetzt das Einzige, was mir jetzt noch im Spiel fehlt, ist einfach nur die Innenkamera. Ah, das sind sehr dran. Schon? Ja. Ja, schön. In Arbeit. Es muss nicht mal aufwendig sein. Aber einfach so ein bisschen was. Ach, finde ich schon gut, dass sie jetzt den Fahrer reingepackt haben und den auch gut animiert haben. Ja, das sieht schon mal nett aus. So, dann müssen wir warten, dass er die Abzweigung verpasst. Nach links musste. Aber man sieht da wirklich, dass die Entwickler einfach Spaß dran haben und immer wieder neue Sachen rausbringen. Aber finde ich schon cool, dass sie auf jeden Fall mit dem Mod eingegangen sind. Diesen K700 gab es ja bloß als Mod. Ja, den hatte ich sogar downgeloadet, aber das Problem war irgendwie mit den Schatten oder so. War das Problem und jetzt ist das einfach richtig schön. Und haben die ihn einfach mit reingepackt? Ja. Ah, so jetzt gerade mal so ungefährlich. Bin relativ weit rechts gefahren. Die Stähne sind ja manchmal richtig kacke. Ja, pass auf die Brücke hier. Ja, das geht schon alles, ja. Bäume sind kacke, da kannst du dir manchmal echt viel Schaden zufügen. Und direkt schwer an die Korn. Deine klingt anders. Ja. Oh, mein Vorderrad sinkt ein. Ah, sind wir langsam ein bisschen Sprit sparen. 8 Punkte, da waren wir bloß ein Ziel. Also müssten... Na gut, ja, wir fahren dann sowieso nochmal hoch, ja. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, ob ich Kleinholz. Ich glaube, ich habe Kleinholz drauf. Weil ich glaube nicht, dass hier mittellang soll schon drauf passt. Nee, ich glaube nicht.
Da haben wir schon mal 2, da brauchen wir noch 6. Uiuiui. Hab ich gerade noch 2 Schaden gekriegt. Na, die Steck. Auf den Stein wieder. Könntet ihr mal bitte kurz warten? Ja. Ja. Das ist eine Bambe hier. Und könnt schon weiter. Scheiße, ich sink hier ein. Ja, soll ich ziehen? Nein, nein, mach jetzt. Ah, du müsstest mal wegfahren. So, jetzt ich gerade ein bisschen weiter links zu fahren. Die scheiß Steine müsst ihr umfahren, sonst fordert euch ohrfest. Ich glaube, jetzt müsste mal einer ziehen. Na, natürlich. Weiß schon gar nicht mehr, wie es geht. V. Oder du Wahnsinn. Kann ich eine dumme Anfrage machen wegen Winch. Ja, oder? Gar nicht so einfach. Reicht es schon? Jo, jetzt reicht's. Einmal frei. Danke. Passt dir besser, wenn ich in der Mitte fahre, da ich ein oder langsam schon bin hier. Okay. Ja, ist nicht leider. Dann sind wir ja durch und dann sind wir da. Ich fände es irgendwie. Also, ich würde euch empfehlen, nicht. Oh, scheiße. Ich fände es irgendwie auch cool, wenn man kurz mal aussteigen könnte oder so zum Erkunden. Hätte doch schon was. Nur mit der Kettensäge selber Bäume fällen. Fahrzeuge halt links wär... entlang. Nee, da würde ich nie lang fahren. Drück mal kurz oben. Ja. Ich komme ja irgendwie in der hoch. Auch mit hier selber Winde und am Baum kommst du? Hast du welchen Radius? Ja, warte, ich versuche. Und? Ja. Müsste eigentlich gehen, ja. Okay. Genau, da kannst du einfach darüber stellen dann. So, die Vorklärung rückwärts rein. Einmal geschalten und schon steckst du fest, ja. So, gucken wir mal. Ja, kurz Holz kommt drauf, das ist gut. Seit wann gibt's das denn? Seit wann gibt's das jetzt wieder? Na, das ist im Hardcore-Modus. Da musst du selber aufladen. Das finde ich cool. Und im normalen Modus kannst du entscheiden, ob du selber auflädst oder... Mhm.
So. Dankeschön. Bitte, bitte. Das steht noch am meisten verbraucht. Nicht so viel Allrad und den Diff verwenden. Na, den Differential. So eine Allrad ist es ja, ja. Allrad muss nicht. Differential nützt meistens auch viel. So, wie viel brauche ich noch? Noch 2.